Yo Leute, was geht ab zum neuen Video? Ich freue mich gerade echt auf das Video, ich habe richtig Bock drauf. Wie ihr es im Titel gesehen habt, wie ihr es im Thumbnail gesehen habt. Heute werde ich ein Reaktionsvideo drehen, aber diesmal nicht auf andere Videos, sondern auf meine eigenen Videos. Und zwar meine peinlichsten Videos. Also klar, die sind nicht so peinlich, dass ich mich dafür schäme oder so, dass ich die runternehmen muss oder so, nein. Aber es ist halt schon, wenn ich die jetzt so angucke, so ja, es ist einfach unangenehm für mich. Ich würde sagen, ich laber einfach mal nicht rum. Ich zeige euch einfach mal die Videos. Ich habe mir jetzt so ein paar rausgesucht und ey, wenn ich einfach nur schon das Thumbnail und den Titel sehe, Alter, denke ich mir auch nur so, oh shit. Okay, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit dem ersten Video. Das Video, das heißt Vlog 03 Dirt Scooter. Oh mein Gott, Alter. Ich weiß nur, dass das Video echt scheiße synchronisiert ist, das ist alles. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Komm, ey, let's go. Moin Leute, ich bin gerade mit Henry, Timon. Einfach nur der Anfang, wie ich anfange. Moin Leute, so richtig komplett unsicher. Niklas, bei Niklas. Und wir wollten heute Dirts umbauen. Also dort sind ein paar Dirts in der Nähe von Niklas. Und ey, du hast... Oh, ich hatte so keinen Plan, was ich da labern, ne? Ich wollte richtig einfach nur drumherum labern, einfach nur ein bisschen erklären, was Sache ist. Oh Mann, ich spule mal ein bisschen vor. Ja, also ich kann euch einmal ganz kurz die Stelle zeigen. Also man sieht es nicht so extrem, aber irgendwie doch schon. Ich spiele einfach mal ab. Dort wollen wir dann wahrscheinlich noch eine Rampe machen und die wird dann noch einmal ausgeführt und zwar also... Könnt ihr es ungefähr sehen? Könnt ihr sehen, dass es gar nicht synchronisiert ist? Der Ton, der kommt einfach viel zu früh. Der ist einfach viel zu viel früh da. Und dann geht mein Mund hinterher. Und da habe ich, ey, da habe ich auch noch eine epische Szene reingebaut. Ich zeige euch die. So, jetzt hier die epische Szene. Das andere ist ein Editor, so hier reinkommen und... Ja. Gleich. Jetzt. Also Henry und Niklas, die bauen hier gerade irgendwie Ast ab. Wir wollen hier wahrscheinlich am Wochenende... Ey, das ist original. So. So richtig so ein Kinofilm. Richtig Slow Motion, wie er mit also, einer Schaufel einfach so Baum einfach kaputt macht, ey. Wahrscheinlich wird das hier noch... Jacuzzi. So, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem ersten Video. Ey, oh Mann. Vor allem, wie ich da rede. Ich rede da richtig wie ein Referat. Ist mir aufgefallen, das haben mir Henry und die anderen alle auch gesagt. So, ey, du hast früher geredet, als wärst du das feste Referat. Okay, jetzt mache ich es immer noch ab und zu, aber. Ey, krass, dass es mir jetzt erst so richtig auffällt. Egal, komm, ey, wir ballern jetzt einfach jetzt das nächste Video. Komm. Und zwar, das nächste Video. Das heißt, die dümmsten Musical.lies. Ja, was ich dazu einfach sagen kann, ist, dass ich das gefühlt alles gespielt habe. Ja, so richtig mäßig so. Ich habe mich richtig übertrieben aufgeregt, obwohl es gar nicht so schlimm war, damit ich einfach so eine gute Reaktion bekomme. Ich zeige euch mal ganz kurz so ungefähr eine Reaktion. Zum Beispiel hier jetzt die allererste Szene. Sagt schon alles. Also, guckt einfach mal auf mich. Digga, was soll das denn? Digga, nein! Was hat er denn bitte da gerade für Bewegung gemacht? Ist er denn dumm? Oh nee. Junge, der Dumme, der bist du hier gerade, Mann, Alter. Ey, aber habt ihr es ungefähr gecheckt? Ey, das war, oh mein Gott. Das war auch schon echt ein komisches Video, aber ich hatte Bock auf das Video. Wo gibt's denn hier noch eine Stelle? Es gibt noch eine Stelle, wo ich richtig ausraste. Ja, ich hab sie noch, hier. So, da, ich habe jetzt die Stelle gefunden. Checkt sie einfach mal einfach ab. Featuring Kanta. Aber man muss sagen, das Video ist auch schon übertrieben. Jetzt lacht er auf mich. Ey, das ist wirklich nicht mehr witzig. Ich glaube, ich habe noch nie so eine Schuchte gesehen. Jetzt guckt euch den Typen mal an. Das, genau das meinte ich vorhin mit... Diese Typen, die da immer chillen und so die ganze Zeit richtig einen auf geil machen und so. Da Kanta ist drin. Ich kam gar nicht drauf klar. Das ist doch übertrieben, oder? Und das ist so, das hat richtig nichts mehr mit Casey zu tun. Alter. Ey, der Käse ist wirklich schon an der Verpackung schon festgeklebt. Quentin dachte sich locker auch in dem Video so, ey Digga, warum drehst du so ein Video, Alter, ey, oh, ganz schlimm. Komm, nächstes Video. Das ist jetzt nicht, sag ich mal, ein peinliches Video, aber schon irgendwie. Ihr müsst einfach nur mal abchecken, wie ich aussehe. Das ist, dazu kann ich vielleicht sogar echt mal noch eine Real-Life-Story raushauen, wenn ihr da Bock habt. Also, falls ihr Bock habt, warum ich so aussehe, wie ihr es gleich sehen werdet, dann lasst doch einfach mal ein Like da oder
beziehungsweise lasst ein Like da und schreibt einen Kommentar, Hashtag RealLifeStory, damit ich weiß, ihr habt Bock auf dieses Video, warum ich so aussehe, wie ich aussehe, oder beziehungsweise wie ich aussehe, wie ich aussah, weil jetzt kann ich ja nichts ändern, wie ich jetzt aussehe. Also schon, ach man, ey, checkt einfach, wie ich aussehe. Bevor ihr euch erstmal fragt, Digga, was hat der überhaupt in der Fresse, da komme ich noch irgendwo anders dazu, irgendwie euch das zu... Wohohoho. Guck die Junge. Was hat der über... Check doch mal einfach ab, wie ich aus. Digga, so richtig alles so verschwollen. Hier Blut noch, gerade irgendwie von der Schlägerei gekommen gefühlt oder so. Aber, Junge. Das Video habe ich einfach nur mal so reingebracht, weil ich mir dachte, Alter, wisst ihr, YouTube ist mir wichtig, egal wie ich aussehe oder nicht. Gay! Aber es ist mir trotzdem unangenehm, wie ich da halt in dem Video aussehe, wenn ich jetzt so überlege, so Alter, ey, du siehst richtig scheiße da drin aus. Ich habe auch ein paar Kommentare drauf bekommen, so, hey, was passiert und so. Ja, wie gesagt, wenn ihr eine Real-Life-Story davon sehen wollt, dann könnt ihr ja einfach mal in die Kommentare schreiben, Hashtag Real-Life-Story. Also ich habe da auf jeden Fall auch Bock drauf, falls ihr das wissen wollt. Auf jeden Fall war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein Like da. Lasst ein Abo da, falls ihr noch kein Abonnent seid. Wenn ihr mich noch nicht auf Snapchat oder auf Instagram gefunden bzw. geedet habt, warum aus irgendeinem Grund auch immer nicht, dann macht's einfach mal, ist einmal hier unten abgeblendet. Ich würde sagen, bewertet das Video, lasst einfach ein Abo da, würde ich mich echt riesig freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, also haut rein, Leute, ciao!